Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns, dass wir Ihnen auf diesem Weg das 80. General Meeting der IEC vorstellen dürfen. Mein Name ist Kerstin Sann und ich bin Normungsmanagerin in der DKE. Als Referenten begrüße ich neben mir Thomas Sendko. Er ist in die Organisation des General Meetings eingebunden und damit heute unsere Informationsquelle. Sagst du bitte selber ein paar Worte zu dir, Thomas? Ja, aber gerne, Kerstin. Hallo. Mein Name ist Thomas Sendko. Ich arbeite in der Deutschen Kommission für Elektrotechnik und bin dort in der internationalen Abteilung tätig. Kümmere mich in erster Linie um die Angelegenheiten der IEC-Managementgremien und bin natürlich dadurch sehr nah dran an der IEC und auch im Organisationsteam für das 80. General Meeting hier in Frankfurt. Jawohl. Vielen Dank, Thomas. Jetzt ist es ja so, jede Veranstaltung beginnt mit einer Anmeldung. Thomas, kannst du uns sagen, wie dies hier für das General Meeting erfolgt? Nun, wir haben dieses Jahr den Sonderfall, dass wir zum allerersten Mal neben der klassischen Variante des IEC General Meetings noch ein sogenanntes Reinvention Lab haben. Was sich dahinter verbirgt, da kommen wir im Laufe dieses Vortrags noch dazu. Die Anmeldung zum eigentlichen General Meeting erfolgt über das sogenannte Meeting Registration System. Und diese Anmeldung ist für die Delegierten der nationalen Komitees der IEC geeignet und diese melden sich dort über die TC-Sitzungen, über die Sitzungen der Working Groups und der Projektteams an, wie auch zu den Rahmenveranstaltungen, die zum eigentlichen General Meeting gehören. Dazu auch Näheres später. Das Reinvention Lab ist, wie gesagt, eine neue Sache, die wir jetzt erstmalig parallel fahren. Und hierüber ist die Anmeldung ganz einfach. Ich sende eine E-Mail an iec2016@vde.com und kann mich dann dort einfach mit der Angabe meines Namens, der Firma, für die ich tätig bin, wo diese sitzt, in welchem Land, in welcher Stadt und für den Zeitraum einfach akkreditieren und bekomme dann auch wiederum meine Zugangsberechtigung. Die Personen, die sich über das Meeting Registration System anmelden als Delegierte, müssen ja noch über ihr zugehöriges nationales Komitee bestätigt werden. Ist das richtig, Thomas? Korrekt. Wir sprechen von der Akkreditierung durch das nationale Komitee. Jeder Experte repräsentiert auf diesem General Meeting nicht nur sich und seine Firma, sondern ganz besonders natürlich auch das nationale Komitee, was hinter ihm steht. Wie man hört, wird es ja eine größere Veranstaltung. Gibt es denn eine einfache Möglichkeit, sich zu informieren und zu kommunizieren? Ja, auch das ist etwas, was wir neu haben dieses Jahr. Es wird erstmalig eine App geben und diese App wird uns helfen bei der Orientierung auf diesem General Meeting. Wir erwarten weit über 2000 Experten, die hier über mehrere Wochen hinweg technische Inhalte erarbeiten und sich treffen und kommunizieren werden. Und um dem Motto des IEC General Meetings, nämlich Connecting Community, gerecht zu werden, haben wir diese App so gestaltet, dass man direkt miteinander in Verbindung treten kann. Stichwort Social Media. Ich kann also schauen, wer noch auf diesem Meeting dort ist und kann dann diesen direkt, wenn er es zulässt, kontaktieren und kann mich mit ihm zu einem Treffpunkt vereinbaren. Das ist also relativ neu, ganz neu für die IEC, ist erstmalig und diese App hat noch mehr Features, zu denen ich vielleicht etwas sagen kann. Wir haben die Möglichkeit, die Agenda einzusehen und wir haben noch die Möglichkeit, auch Messages zu verschicken und wir haben die Möglichkeit zu interagieren. Darüber hinaus finden wir aber auch Informationen über das Reinvention Lab. Und dieses Reinvention Lab in kurzen Worten ist eine Veranstaltung, in der es sehr, sehr viele Präsentationen, Diskussionsrunden, Live-Meetings gibt. Und mit den Akteuren dieses Reinvention Labs kann ich auch über diese App in Verbindung treten. Darüber hinaus finde ich eine Vielzahl von Informationen zu den Locations, zu den Sitzungsstätten, die wir hier haben. Ich kann mich direkt routen lassen zu diesen einzelnen Sitzungsorten und finde darüber hinaus auch noch hilfreiche Links. Wo kann ich in Frankfurt essen gehen? Und last but not least kann ich auch auf den YouTube-Kanal der DKE zugreifen. Die App ist verfügbar für iOS, für Android
Und es gibt auch eine HTML5-Version davon. Bereits bekannt ist ja, das Ganze findet in Frankfurt am Main statt. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie komme ich denn in die Stadt rein? Wie komme ich denn nach Frankfurt? Ja, wir haben das Glück, dass wir einen schönen funktionierenden Flughafen in direkter Nähe zu Frankfurt vorfinden. Der Fraport ist der Dreh- und Angelpunkt in Deutschland für auch die internationalen Flüge. Man kommt mit dem Taxi in circa 10 Minuten vom Flughafen zum IC Campus. Aber man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Das ist ein, auf jeden Fall ein Tick länger von der Anreise her, aber dafür natürlich wesentlich günstiger. Die Daten, wie ich hier hinkomme, finden wir hier auf der Folie notiert. Was die Hotels angeht, es wird so langsam eng. Man sollte schauen, dass man jetzt diese Reservierung auf jeden Fall kurzfristig noch erledigt. Wir haben im Anschluss an das General Meeting die Buchmesse hier in Frankfurt weltbekannt. Und man kann sich vorstellen, dass dann die Zimmer relativ schnell knapp werden. Ich kann auf der App nachschauen, wo ich noch Zimmer finde. Und ja. Das heißt, für Kurzentschlossene ist denn da bekannt, gibt es noch Hotelzimmer verfügbar? Ja, ich kann einfach auf der App nachschauen und finde dort einen Link zur Hotelreservierung und ich kann mich an die Kollegen dort wenden. Okay, jetzt ist das Ganze ja in Frankfurt in der City. Wo genau finden denn Meetings statt? Wir haben versucht, möglichst alles konzentriert an einer Stelle in Frankfurt zu verorten. Es gibt einen Hauptort, das ist das sogenannte CAP Europa, ein sehr modernes, das neueste Konferenzzentrum, was wir haben, wird betrieben von der Messe Frankfurt. Es findet sich mitten im Herz von Frankfurt in der Laufnähe zum Frankfurter Hauptbahnhof. Neben dem CAP Europa haben wir noch zwei weitere Locations gebucht. Zum einen das Maritim und zum anderen das Kongresscenter. Diese beiden finden sich in Laufnähe, etwa 2 Minuten entfernt vom CAP Europa. Und dort finden auch Sitzungen statt. Daneben haben wir natürlich unser Hauptsitz, das VDE-Haus hier in Frankfurt in der Stresemannallee. Die Verbindung dorthin erfolgt am besten mit der Straßenbahn oder, so es nicht sehr doll regnen wird, kann man auch gerne etwa 20 Minuten hinlaufen. Ja, auf dieser Folie sieht man nochmal im Bild die Hauptlocations des General Meetings. Wir haben auf der linken Seite das CAP Europa, auf der rechten Seite eine Abbildung des Kongresscenters und dem Maritim Hotel. Die befinden sich gemeinsam in dieser Rotunde, die wir dort sehen. Und in der Mitte sieht man noch das Hauptgebäude des VDE, wo natürlich auch Sitzungen stattfinden werden. Wie du schon sagst, ist ja das meiste in Laufnähe, Thomas. Allerdings sollten wir darauf hinweisen, dass wenige Meetings außerhalb dieses IEC Campus stattfinden. Ja, wir haben einige Meetings, zum Beispiel beim Zentralverband der Elektrohandwerks. Wir haben den VDMA gewinnen können als Veranstalter. Wir haben im Südwestrundfunk in Mainz die eine oder andere Sitzung und darüber hinaus noch bei einigen Partnerfirmen im näheren Umkreis von Frankfurt. Ja, und die Transfers zu den weiter entfernt gelegenen Meeting-Locations, die ist organisiert, da kann man sich informieren. Auf jeden Fall, natürlich, ja. Ja, und für die kurzen Strecken in Frankfurt, zwischen zum Beispiel dem CAP Europa und dem Maritim Hotel, haben wir uns was einfallen lassen. Es gibt ein Velotaxi und dieses Velotaxi kann einen dann von dem einen Meetingort zum anderen Meetingort bringen. Das ist vielleicht eine ganz spritzige Idee. Um bei Kräften zu bleiben, ist es auch wichtig, sich ernähren zu können. Ja, Ernährung ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Blue Book macht uns Auflagen, was wir an Catering zur Verfügung stellen können und zu welchen Anlässen. Darüber hinaus haben wir in der App vorgesehen, dass man sich informieren kann über die Möglichkeiten, ein Mittagsessen zu sich zu nehmen oder halt auch abends zum Essen auszugehen. Diese Informationen finden sich natürlich in der App. Und ganz besonders hinweisen sollten wir vielleicht an der Stelle, dass der 3. Oktober in Frankfurt, nicht nur in Frankfurt, in Deutschland, ein Feiertag ist und da wird es dann schwierig, ein offenes Restaurant zu finden. Für diesen Tag haben wir zumindest für den Mittag einen Lunch
organisiert und der wird dann zu den Meetings dementsprechend angeboten. Ja, und wie man hier sieht, an allen anderen Tagen gibt es genug Möglichkeiten, hier die verschiedensten Restaurants und Ähnliches zu finden, da wir ja genau in der Mitte der City von Frankfurt sind. Das ist das Schöne. Wir haben kurze Wege und wir haben uns auch die Mühe gemacht, die Restaurants zu klassifizieren, sodass also auch für jeden Geldbeutel etwas vorhanden sein will. Ich hatte ja eben schon gefragt, ob für die Kurzentschlossenen noch Hotelzimmer verfügbar sind. Jetzt steht hier, yes, hier sind dann noch zwei Links, die in dem Fall sehr zu empfehlen sind, wo man nochmal anfragen kann. Aber ich denke, da sollte man sich sputen und sich schnell informieren. Ja, wir haben im Anschluss an das General Meeting die Frankfurter Buchmesse, die wahrscheinlich jeder kennt. Dementsprechend könnte es dann irgendwann knapp werden, was die Reservierung angeht. Man kann sich auch an das Frankfurter Tourismusbüro wenden. Die können einem dann dementsprechend noch weiterhelfen. Spannend natürlich auch auf jedem General Meeting, wo bekomme ich mein Badge? Ich bin angemeldet, ich bin akkreditiert, ich bin angereist, ich habe mein Hotelzimmer gefunden. Jetzt stehe ich auf dem ISC Campus und wo geht's lang? Ich muss natürlich finden, wo ich mein Badge abhole, damit ich mich mit diesem Badge frei bewegen kann. Genau, das ist die Zugangsberechtigung. Die Zugangsberechtigung, genau. Und da wir ja mittlerweile bei fast 3 Wochen angekommen sind, die dieses Meeting dauert, haben wir 3 unterschiedliche Locations, wo ich dieses Badge erhalte. In der ersten Woche ist es im VDE-Haus im Erdgeschoss. In der zweiten Woche haben wir das Ganze im Maritim-Hotel in Frankfurt mittendrin. Und dann, ganz wichtig, ab dem Sonntag, den 9.10., ist dann das Cup Europa, meine Anlaufstelle für mein Badge. Und dort gibt es im Erdgeschoss eine große Theke und dort erhalte ich dann alle nötigen Unterlagen, damit ich klarkomme. Genau, die dritte Woche ist ja die Hauptwoche. Jetzt sieht man hier ja verschiedene Farben. Das heißt, die Teilnehmer des General Meetings unterscheiden sich und das ist farblich kenntlich gemacht. Auf dem Badge in Form eines Punktes und dieser Punkt entspricht dann in der Farbgebung diesen Farben, die wir hier auf der Folie sehen. Weiß sind die Delegierten, wir haben grün zum Beispiel die Young Professionals, rot sind die Organisatoren dieses Meetings und blau sind dann die ISC Officer, die dementsprechend auch natürlich für Fragen zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir schon angedeutet bekommen ein paar Mal, es gibt einiges Neues bei diesem General Meeting. Ja, wir versuchen einiges anders zu machen oder noch mehr und besser zu machen, als wir es in der Vergangenheit vorgefunden haben. Wir haben erstmalig ein sogenanntes Reinvention Laboratory, in dem wir einfach die Zukunft versuchen zu zeigen, wie wir sie uns vorstellen. Es gibt also eine Reihe von Vorträgen, eine Reihe von Panel-Diskussionen, die stattfinden in einer Arena. An diesen Vorträgen kann man sich aktiv beteiligen. Das ist die eine Sache. Zum anderen haben wir, wie gesagt, schon die App. Das heißt also, diese App erlaubt eine viel größere Anteilnahme, Partizipation an den Inhalten des General Meetings und auch an dem Reinvention Lab. Des Weiteren haben wir einen Stand, wo wir Projekte vorstellen im Rahmen des sogenannten TC of the Future. Dieser Stand bietet die Möglichkeit, sich diesen Projekten anzunähern. Wir haben dort 3D-Brillen, mit denen man Erfahrungen sammeln kann. Es wird gezeigt, wie ich in Form von Streaming noch besser an diesem Meeting teilnehmen kann, auch wenn ich vielleicht nicht reisen kann. Selbst so einfache, banale Dinge wie Webmeetings kann man dadurch noch besser gestalten. Alles das passiert und last but not least, auf der linken Seite sieht man ganz klein das sogenannte Broadcast Center. Es ist etwas, was komplett neu ist, auch hier im Rahmen des General Meetings. Wir haben die Möglichkeit, die Vorträge und die Diskussionen, die in dieser Arena im Reinvention Lab laufen, nach draußen zu schicken. Das heißt also, ich kann mithilfe eines Streams mich dort weltweit aufschalten auf das Bild und den Ton aus diesem Reinvention Lab, aus dieser Arena und kann
dementsprechend teilhaben und kann mir das Ganze auch als Aufzeichnung hinterher noch auf YouTube anschauen. Das heißt, auch Experten, die hier nicht vor Ort teilnehmen können, haben die Möglichkeit, virtuell das General Meeting mitzuerleben. Ja, und wir haben erstmalig die Möglichkeit, auch dieses Feeling, was wir hoffentlich innerhalb dieses General Meetings haben werden, dieses Gefühl der großen IEC-Community, dass wir das auch übertragen können an diejenigen, die nicht live dabei sein können. Kannst du noch etwas mehr zum Reinvention Laboratory sagen? Du sprachst von Arena, das hört sich spannend an. Ja, also auf diesem Grundriss sieht man das nicht so. Ich glaube, viel besser sieht man das hier auf den ersten Renderings, die wir zur Verfügung haben. Das, was man hier sieht, ist der vierte Stock, das Cup Europa. Diese Arena hat ein Fassungsvermögen von knapp 300 Personen, also schon eine interessante Dimension. Das kommt hier auf den Folien nicht ganz so gut raus. Darüber hinaus findet man vor dieser Arena den Infocounter, dahinter noch eine Twitter-Wall, wo man Social Media live erleben kann. Und natürlich haben wir Sponsoren, die sich zeigen und die allerdings auch Projekte zeigen, die uns in der Normung letztendlich zukünftig das Leben einfacher machen werden. Das heißt, das ist ein toller Ort, um seine freie Zeit zwischen Meetings zu verbringen, zu networken, interessante Diskussionen zu führen und Menschen zu treffen. Ja, und ich kann auch Kollegen mitbringen, die jetzt vielleicht mit der eigentlichen Normungsarbeit nichts zu tun haben. Das heißt also, über die Registrierung, über die E-Mail-Adresse iec2016@vde.com kann ich auch Kollegen in dieses Reinvention Lab bringen, die sich annähern können an die Normung und den Vorträgen, die wir dort haben werden, lauschen können oder sich aktiv an der Diskussion beteiligen können. Hier sieht man einen Ausschnitt aus der Webseite. Wir haben dort also, wie man sieht, am laufenden Band Vorträge und Diskussionen, die stattfinden in diesem Reinvention Lab. Das heißt also, wenn ich Leerlauf habe in meiner Abfolge der TC-Meetings und der WG-Meetings, dann kann ich hier mitmachen. Aber ich kann halt auch Kollegen mitbringen, die keine Akkreditierung haben für das eigentliche General Meeting. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir einen Stand haben werden des Projekts TC of the Future. Und was man dort sehen kann, sind nicht nur die neuesten Entwicklungen im Bereich der Präsentationstechnik, sondern man hat die Möglichkeit, auch Online-Collaboration zu sehen. Wir sehen, wie zukünftig Webkonferenzen stattfinden können und wie ich mithilfe von modernen Werkzeugen Virtual und Augmented Reality für die Normung nutzen kann. Ja, kommen wir nochmal zum Broadcasting Center. Ich habe eben schon gesagt, wir werden dort streamen können. Von diesem Broadcasting Center aus haben wir die Möglichkeit, aber auch live zu zeigen, wie die Inhalte, die wir dann präsentieren werden, entstehen. Das heißt, wir haben Kollegen, Kolleginnen, die dort sitzen, denen man über die Schulter schauen kann und die dort Filme schneiden, die dort Homepage-Einträge erzeugen, die Social-Media-Beiträge erzeugen und auch live posten. Und sie haben die Möglichkeit zu erfahren, wie sie Social Media für ihre Zwecke nutzen können. Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie vorbei. Wir freuen uns und die Kollegen warten auf Ihre Fragen. Bei all den Möglichkeiten zur fachlichen Diskussion ist ein Networking in entspannter Runde bei einer solchen Generalversammlung auch sehr wichtig. Welche Social Events sind denn geplant, Thomas? Ja, du sagst es, die Social Events gehören dazu, schon immer und seit langer Zeit. Die eigentlichen Entscheidungen, so sagt man, im Vorfeld einer Normungssitzung werden am Abend vorher getroffen und die Argumentation findet dann doch eher in entspannter Atmosphäre statt und man findet dann doch leichter zum Konsens, den wir in der Normung so brauchen. Wir alle freuen uns auf die große Opening Ceremony in der Festhalle in Frankfurt, der Guten Stube von Frankfurt. Die Festhalle in Frankfurt ist eine Konzerthalle oder halt auch genutzt für Messeveranstaltungen, zum Beispiel die IAA. Diese durchaus imposante Konstruktion aus Stahl und Glas werden wir nutzen, um mit den Mitteln von Licht und Ton Digitalisierung erlebbar zu machen.
Das wird das große Thema sein, der Opening in der Festhalle. Zum anderen haben wir natürlich am Ende der Woche, nachdem alle Sitzungen vorbei sind, nachdem alle Vorträge gehalten sind, die Möglichkeit, beim Farewell im Palmengarten dieses General Meeting entspannt ausklingen zu lassen. Natürlich finden sich alle Informationen zu Opening, Farewell und auch zu den anderen Social Events in der App. Eine Übersicht der weiteren Social Events findet sich auf dieser Folie. Wir sehen, dass einige der Events nur auf persönliche Einladung hin zugänglich sind. Dazu gehört das Networking-Event für TCSC-Chair und das Dinner für NC-Presidents und Secretaries. Eine besondere Ehre dieses Jahr erfährt uns, dass wir einen Preisträger haben für den Lord Kelvin Award. Das ist die höchste Auszeichnung der IEC. Dort findet eine geschlossene Veranstaltung statt, zu der wir allerdings dann bewegte Bilder liefern können, zumindest im Nachhinein. Der Lord Kelvin Award wird vergeben in diesem Jahr an den deutschen Vertreter der Normung, Herrn Uwe Kampet. Des Weiteren finden wir hier zwei Events, die ich besonders hervorheben möchte. Zum einen der sogenannte Young Professional Workshop. Über 3 Tage hinweg finden sich Berufseinsteiger, die im Rahmen des Young Professional Programs der IEC an die Normung herangeführt werden. Wir haben eine Vielzahl von Teilnehmern aus der gesamten Welt, die sich hier austauschen werden, wie wir denn in Zukunft Normung betreiben könnten und die ihren Beitrag dazu liefern werden. Weiter erwähnen möchte ich noch den Workshop für Industrializing Countries. Dieser richtet sich in erster Linie an die sogenannten Affiliates der IEC. Die Affiliates sind Schwellenländer, die sich zwar für die Arbeit der IEC interessieren, aber aus verschiedenen Gründen noch nicht aktiv mit eigenen Experten sich beteiligen können an der Normungsarbeit. Denen bietet man die Möglichkeit, schon mal Erfahrungen zu sammeln, sich auszutauschen und auch dazu zu lernen, inwieweit ich diese Normung für die Entwicklung meines Marktes nutzen kann. Ein auch traditionelles Angebot des IEC General Meetings sind die sogenannten Technical Visits. Diese Technical Visits richten sich an die Experten, die auch zwischen ihren Normungssitzungen Leerlauf haben. Auch das passiert. An der Stelle muss ich leider sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt diese Events alle ausgebucht sind. Aber es bleibt natürlich dann die Möglichkeit, natürlich das Reinvention Lab zu besuchen und sich dort zu informieren über die letzten Entwicklungen. Und all diese Details finden sich auf Knopfdruck auch in der App. Bleibt mir noch zu sagen, dass wir darüber hinaus noch 2 weitere Events haben, die parallel zum General Meeting stattfinden. Zum einen ist das ISIS-Event, richtet sich an Professoren und Lehrer, die in einem eigenen Meeting zusammenkommen, um über die Möglichkeit zu sprechen, Normung in der Lehre zu verankern. Darüber hinaus findet die Next Generation Mobile Networks Konferenz in Frankfurt statt. Hier kommen die führenden Telekommunikationsexperten zusammen, um sich über die Möglichkeiten des zukünftigen Mobilfunknetzes auszutauschen. Ja, an dieser Stelle haben wir Ihnen zunächst die wichtigsten Informationen über das General Meeting gegeben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, richten Sie diese gerne an uns unter folgender Mailadresse oder nutzen Sie den Twitter-Account. Wir beantworten jede Frage sehr gerne. Und damit verabschieden wir uns für heute. Genau, wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme beim General Meeting und Sie in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Welcome to Frankfurt.